Hey Leute, ich hatte die Idee mal für ein neues Videoformat, beziehungsweise einfach mal etwas, was ich sonst selten mache, nämlich ein Top- oder Flop-Video. Also, das Update Fortuna, Top oder Flop. Ich kann es euch direkt schon mal sagen, man kann es nicht so einfach sagen. Es ist wirklich so, weil das Fortuna-Update ist riesengroß, bietet jede Menge verschiedene Sachen und man muss die verschiedenen Punkte durchgehen. Eine der wichtigsten Sachen, die ich direkt am Anfang sagen muss, es fehlt noch ein großer Teil von Fortuna. Das bedeutet, es gibt viele Kritiker, die jetzt schon sagen, aber kein neuer Content. Ja, wir haben etwas Content bekommen, nicht allzu viel, das stimmt. Aber der Content-Teil, zum Beispiel die riesen Orbs-Killen, das haben wir noch gar nicht, das kommt noch. Also da kann man gespannt sein und deshalb dieses Content-Argument werde ich nicht groß drauf eingehen. Weil auch ohne diesen großen Teil, der fehlt, haben wir trotzdem genug zu tun, um, ich sag mal, selbst wenn man täglich durchsuchtet, 2-3 Wochen Spaß zu haben. In Anführungszeichen. Gut. Fangen wir jetzt mal an. Das Fortuna-Update, die erste Sache, über die man reden müsste. Fortuna allgemein, beziehungsweise Fortuna und Orb Wallis, also die riesige Ebene. Falls ihr dazu meine Meinung wissen wollt, Top oder Flop, ein Riesentop, also das ergibt nicht mal Sinn, ein Riesentop, also wirklich Meisterleistung. Das Wallis, wunderschön gemacht, die Caves, da hat man richtig Spaß drin und alles, also es ist einfach richtig schön. Dann die nächste Sache, auf die man eingehen müsste, das neue Mining, das neue Fishing und das Jagen. Drei Sachen, dreimal Top, anders kann man es nicht ausdrücken. Die nächste Sache, Garuda, der ist nicht nur top, der Frame ist over the top, der ist übertrieben stark und wird zu 100% noch ein bisschen gebalanced werden, aber absoluter Top-Frame. Dann die neuen Waffen, die sind okay, also wenn ich es jetzt zusammenfassen müsste, alle zusammen so 6,5 bis 7 von 10 hätte ich gesagt, also auf einer Skala von 1 bis 10, ja, sagen wir nur 7. Dann, jetzt kommt das ganz der Riesenflop mit dem Fortuna-Update, der Ribbon Change. Warum ist das ein Riesenflop? Also für in meinen Augen, was Schlechteres hättet ihr eh fast nicht machen können. Es liegt jetzt nicht dran, dass die manche Waffen gebufft und andere genervt haben. Ich sag's mal ganz ehrlich, das ist mir vollkommen egal. Ja klar, es hat ein paar von meinen Waffen erwischt, sogar ein paar meiner Top-Waffen, aber es kümmert mich nicht groß. Die sind jetzt ein bisschen schwächer geworden, das macht ein bisschen was aus, will ich überhaupt nicht bestreiten. Es war angemessen, es ist okay. Das, was mich aufregt, ihr habt es vielleicht mitbekommen, DE hat für Wächterwaffen die Rivens rausgenommen. Leute, das kann DE nicht bringen. Die Preise für die Dinger schießen durch die Decke, also ich habe dazu schon extra Video gemacht, aber ich will es gerade nochmal erwähnt haben. Die Preise für die Wächter-Rivens schießen durch die Decke und gleichzeitig die Wächterwaffen werden sowas von nutzlos wieder. Klar, es gibt ein paar Ausnahmen, die kann man ohne Riven spielen, die machen sogar irgendwo Sinn, aber alles in allem, Wächterwaffen sind erst brauchbar geworden mit Riven. Ich kenne extremst viele, die rüsten nicht mal eine Wächterwaffe aus, beziehungsweise machen nicht mal den Angriffsmod in den Wächter rein, weil die Waffen einfach so wenig bringen. Ich habe ja letztens den Multron-Guide gemacht, also die Multron, nicht mal gegen Gegner Level 50 kommt die an und von daher sehr, 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 sehr bescheiden. Aber warum sind Rivens überhaupt so gut für Wächterwaffen? Also DE hat begründet, die sind viel zu unbeliebt und haben es deshalb rausgenommen. Warum hat DE Rivens eingefügt? Um unbeliebte Waffen beliebter zu machen. Also irgendwo, ja, stimmt nicht so ganz. Aber was ist der Grund, warum die Rivens so gut sind? Mein Lieblingsbeispiel ist mein Death-Maschinengewehr. Klingt das schrecklich auf Deutsch. Nennen wir es einfach Death-Machine Rifle. Weil das Ding hat eine 5er Riven-Disposition. Und ich habe jetzt hier einen Riven mit, runden wir gerade mal 100% Zoom, 110,3% Feuerrate. Kommen wir gleich auf einen anderen Punkt zu sprechen. Auf jeden Fall, ich spiele das immer in Kombination mit meinem Djinn. Hab da dann den Schlägermod drin, bedeutet, ich habe knapp 120% Reichweite und ja, mit dem Deathmachine Rifle, mit dieser Feuerrate, der Streuung, jedes Arcana, das man über normale Schüsse irgendwie auslösen kann, egal ob Crit-Arcana oder nicht, selbst bei meiner 5% Crit-Chance, es wird permanent getriggert. Also meine Arcanas haben eine Uptime von 100%, egal ob ich Headshot machen muss, ob ich Crit machen muss, egal was, meine Arcanas sind immer ab. Dann gibt es aber wirklich Leute, die haben Rivens für Wächterwaffen, die Damage drücken, wie die Woolclog, die Stinger und so.
Die Dinger fahren wirklich krass Damage. Also, dass der E die rausgenommen hat, ich kann nur wirklich an jedem appellieren, geht ins Forum, sucht euch ein Feedback-Thread oder macht selbst einen auf und gebt einfach konstruktiv euer Feedback dazu ab. Nicht einfach flamen, sondern wirklich sagen, warum und alles, weil so kann man wenigstens noch ein bisschen was bewirken, aber dass die Dinger rausgenommen wurden, Riesenfehler. Die nächste Sache, auf die ich gerade eingehen wollte, weil wir gerade beim Wächter sind, es gibt einen neuen Mod, das habt ihr bestimmt schon mitbekommen. Es gibt nicht mehr diese normalen Precepts, also die gibt es immer noch, aber die können nicht mehr droppen. Und der neue Mod heißt dann Angriff, beziehungsweise auf Englisch heißt der Assault Mode. Und ja, für jeden Wächter haben wir jetzt eine 30 Meter Reichweite. In meinen Augen, Flop. Es ist ein Buff für Carrier und Helios in meinen Augen, sogar ein Riesenbuff für die, also bis dahin ganz gut, ja. Auf jeden Fall. Kann man natürlich jetzt auch mit Zoom nochmal erhöhen. Ich glaube, da bräuchten wir Eagle Eye, also Adlerauge. Ich kann gerade mal aus Spaß schauen, wie viel Prozent uns das gibt. Also Adlerauge plus 40%, sagen wir plus 50%, bedeutet ja, 45 Meter Reichweite. Nochmal als kleines Beispiel. Momentan habe ich mit meinem Djinn und meinem Death-Maschinengewehr, was nicht mehr möglich ist für einen neuen Spieler, 120 Meter Reichweite. Das heißt, für Wächter mit einer niedrigen Reichweite, Riesenbuff. Für Wächter mit einer hohen Reichweite, Riesen-Nerf. Ich selbst habe auch schon Feedback gegeben. Mein Vorschlag war einfach, den Mod als Prime rauszubringen. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel mit einer Low-Range-Waffe wie der Sweeper spielen möchte, vom Carrier nimmt man dann den hier. Und nach meiner Theorie, wenn man dann so Long-Range-Waffen spielen möchte, dann nimmt man halt die Prime-Version oder irgendeine andere Version, einen 10er-Mod, irgendwas. Ihr wisst, was ich meine. Also in meinen Augen, Flop war jetzt vielleicht etwas zu hart gesagt, aber auf einer Skala von 1 bis 10 wäre es ganz klar eine 4 in meinen Augen. Also wirklich begeistert bin ich nicht. Kommen wir zur nächsten Sache. Top oder Flop? Kit Guns. Top, also absolut top. Die Dinger sind geil, die machen Spaß, man kann damit was machen, man kann damit was reißen und die Arcanas dafür sind einfach klasse. Also ich glaube, wir haben 4 Arcanas. Von den 4 Arcanas würde ich vermutlich eins auf jeden Fall benutzen, die anderen 3 optional. Aber ich würde zu keinem Arcana sagen, dass es wirklich schlecht ist. Also das hat man selten und Kit Guns sind absolut top. Nächste Sache, die in meinen Augen jetzt ein, ich muss leider sagen, Flop ist, die Moas. Es ist jetzt nicht, weil die schlecht werden oder so, dazu kann ich noch nicht mal was sagen. Es geht mir einfach ums Prinzip. Wir können uns die Dinger selbst zusammenstellen. Kopf, Gyroskop, was haben wir noch? Also Gyroskop, Träger, Modell, Kern. Warum ist das ein Flop in meinen Augen? Naja, wir haben ein paar Beine, das wir aussuchen können. Nicht so schlimm, aber ja, ist etwas langweilig. Dann haben wir den Kern, den Träger und das Gyros... oder keine Ahnung, die drei anderen Teile, die wir noch aussuchen können. Also Kopf... ich fange von vorne an. Der Kopf legt die Fähigkeiten fest. Okay, da muss man sich dann halt eben entscheiden, welche Fähigkeiten man haben möchte. Beine hat man immer die beiden, hat man immer die gleichen Beine. Und dann haben wir noch zwei optionale Teile, die wir immer auswechseln können. Das Problem ist, die Dinger geben einfach nur Schild, Leben oder Rüstung. An sich kein Problem. Aber die Sache ist, das bewegt sich dann im Bereich, habe ich jetzt 120 Rüstung oder 125 Rüstung? Habe ich 120 oder 125 Leben? Gut, warum ist das in meinen Augen jetzt ein Flop? Weil an sich ist es doch gar nicht so verkehrt. Ja, das Problem ist, die Moas zählen im Großen und Ganzen eigentlich als Kupros, beziehungsweise als Tier. Die benutzen hier zwar die Schutzort, Schildlader und so, also die Sentinel-Mods, aber benutzen gleichzeitig auch dann die Link-Mods, Verbinde heißen die, glaube ich. Verbinde Leben, verbinde Schild, verbinde Rüstung. Gut, heißt, wenn ich mit meinem Inaros spiele, verbinde Leben und verbinde Rüstung reinmache, hat mein Moa 10.500 Leben und sagen wir 800 Rüstung. Meint ihr wirklich, da macht es einen Unterschied, ob man 5 bis 10 mehr Leben oder mehr Rüstung hat oder weniger? Ich kann euch sagen, die Antwort ist nein. Das bewegt sich im einstelligen Prozentbereich, wahrscheinlich sogar 0, irgendwas, was da der Unterschied ist. Also klar, es ist schön, dass man jetzt die Moas so fashionmäßig spielen kann, aber in meinen Augen, dieses Moa-System ist ein Flop, weil wenn man auf Fashion gehen sollte, sollten alle
Teile gleich gut sein, also dass man da wirklich überhaupt keinen Malus hat, oder die Teile sollten wirklich unterschiedlich gut sein, so dass man auch mal wirklich drüber nachdenken könnte, welche Teile man benutzt. Ansonsten ist das Ganze einfach witzlos, man nimmt sich einfach die Teile, die am besten aussehen und fertig. Also das persönlich hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Die nächste Sache, auf die ich zu sprechen kommen wollte, die Vent-Kits. Also ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, in Fortuna gibt es so drei Fraktionen. Eine Fraktion sind die Vent-Kits. Ja, es gibt drei und nicht nur zwei Fraktionen, nämlich im Hinterraum ist noch Vox Solaris. Und ich weiß nicht, wie ich das jetzt genau sagen soll. In meinen Augen, die Vent-Kits an sich sind top. Ja, die Umsetzung vom K-Drive hingegen, die ist in meinen Augen eigentlich eher Flop. Also, das bewegt sich wieder im Bereich 5 von 10, also sehr, sehr grenzwertig. Das hat einen ganz einfachen Grund. Also, wir müssen dann hier zur Rookie gehen. Schachkinder ansehen Farben. Super ekelhaft. Also, wir müssen die ganze Zeit unsere... Wir können... Wie macht man's? Wie sage ich es am besten? Im Normalfall, man macht einen Slide, so 200, 250 Punkte, macht dazu einen 15-Fahren-Multiplikator, hat seine 3000 Punkte. Ja, so würde ich das euch halt empfehlen. Die Sache ist, so ein 3000-Punkte-Manöver gibt uns 800 Standing. Wir brauchen verdammt viel Standing. Und die nächste Sache ist, wenn wir einen K-Drive haben, kann ich euch hier gerade schlecht zeigen, die Dinger können wir leveln. Das heißt, wenn wir uns erstmal eins gebaut haben, dann leveln wir das Ding. Und um so einen K-Drive hochzuziehen, braucht man circa 150 bis 200 3000 Punkte Manöver. Das ist total übertrieben. Also nicht gut umgesetzt. Die andere Sache, wenn wir einen K-Drive uns bauen wollen, dann brauchen wir auch einen Slot für den K-Drive und der kostet Platin. Alternativ kann man auch überlegen, sich einfach... Wow, das sind aber coole Teile. Kann man sich auch überlegen, hier direkt ein fertiges K-Drive zu kaufen. 54 Platin. Da geht dann halt eben nochmal das Platin für den Slot ab. Ich glaube, zum Schluss zahlen wir dann noch... ich glaube, es waren 38 Platin mehr, als wenn wir das Ding selbst gebaut hätten. Hat halt den Vorteil, wir können jetzt schon zum Standing farmen, die verschiedenen Boards nehmen und jedes Board gibt uns Mastery-Punkte. Und dann ganz zum Schluss, wenn wir durch sind mit dem Mastery, mit dem Syndikatspunkte farmen, haben wir mit ein bisschen Glück auch hier unsere ganzen Boards gemaxt und können uns dann direkt das Board kaufen, beziehungsweise selbst herstellen, das wir haben wollen. Und deshalb 5 von 10, weil einfach das Leveln ist viel zu langsam, die Slots kaufen etwas übertrieben teuer, beziehungsweise dass wir keine Slots am Anfang haben. Und ja, in der Mission, die Umsetzung von den K-Drives ist in meinen Augen auch wieder so weder besonders gut noch besonders schlecht. Weil man kann mit den Bots Spaß haben, auf jeden Fall. Aber in einer Random-Gruppe sind die Dinger teilweise die Hölle. Also ich hatte es schon gehabt, drei Leute waren mit dem K-Drive unterwegs, einer war mit dem Arcwing unterwegs. Der mit dem Arcwing ist einfach direkt bis zum Bounty-Ziel durchgerusht. Was war? Bounty gefailed. Weil er war alleine da, die drei anderen waren dann irgendwo unterwegs gewesen und manche Bounties sind wirklich stramm und von daher, ja, muss man wirklich aufpassen. Gut, Garuda habe ich schon erwähnt, die neuen Waffen habe ich erwähnt. Ich denke, eine Sache muss ich noch erwähnen, nämlich das Operator-Rüstungs-Rework. Ich glaube, das heißt Mesh oder so, wo die angepasst haben, dass die verschiedenen Operator-Teile besser aufeinander abgestimmt sind und besser passen. Dieses Mesh-Rework, ich hoffe zumindest, dass es so heißt, finde ich persönlich sehr, sehr schlecht. Also, es hat die Konsequenz, dass viele Teile nicht mehr aufeinander passen, die vorher gepasst haben. Und allgemein finde ich die Teile... Es wurde zwar gemacht, damit man die Teile schöner kombinieren kann, aber ich persönlich finde, es hatte eher den gegenteiligen Effekt. Die neuen Operator-Rüstungen, die wir hingegen bekommen haben, ich glaube, das eine war jetzt hier diese Schmelzer-Rüstung, wo einfach eine Dead-Space-Rüstung ist. Dann hatten wir noch hier diese Maske-Vorreiter, wo einfach eine alte Kriegsrüstung ist und die Haste-Tech- und Schachtratten-Rüstung. Alle vier
super, super schön gemacht. Also da muss man DE wirklich anerkennen, das haben die wirklich klasse gemacht. Also ja, falls ihr jetzt von mir eine Zusammenfassung hören wollt, Fortuna Update, Top oder Flop? Es ist mehr Top als Flop ist. Also ich persönlich, ich sag's jetzt mal allgemein, ich bin begeistert von diesem Update. Ich kann nicht sagen, dass das Update einfach als Ganzes top ist, weil dafür zwei Sachen regen mich zu sehr auf. Nämlich, dass die Moas so komisch sind und dass die Rivens so sind. Ja, sagen wir drei Sachen. Der neue Attack-Mode von den Sentinels regt mich auch ein bisschen auf. Aber im Großen und Ganzen, das Update ist wirklich wunderschön. Also die neue Ebene, die wir haben, die Stadt, die Charaktere, wirklich klasse. Ich sag jetzt nicht, dass ich alle Charaktere mag, zum Beispiel diesen Lex, den kann ich nicht ausstehen, oder Roots, keine Ahnung, der Kit, die Kitgun-Frau da, kann ich überhaupt nicht ausstehen. Aber trotzdem muss man einfach sagen, klasse Update und gut gemacht DE. Ich kann euch nur empfehlen, wenn euch irgendwas nicht gefällt, benutzt die Mega-Threads im Forum, also das sind riesige Mega-Threads, mehr habe ich schon gesagt, in denen Leute ihr Feedback geben. Ich nutze das selbst aktiv, beziehungsweise gebe es auch noch an anderen Stellen weiter. Und ich kann euch nur sagen, wenn euch etwas nicht gefällt, gebt einfach Feedback. So habt ihr wenigstens die Chance, etwas zu beeinflussen. Wenn ihr aber überhaupt nichts sagt und eure Kritik für euch behaltet oder die ganze Zeit einfach nur, ich sag mal, untereinander rumflamet und euch nur beschwert, wie schlecht alles ist, da wird nichts besser werden und eure Laune kippt. Also redet einfach miteinander drüber und naja, vielleicht habt ihr ja gute Ideen. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal.